that some... I need some of whatever he's... What an odd man. Fuck, jetzt ist mir das Ding doch entwischt. Dachte, ich springe genau drauf. Jetzt habe ich ihn. So, dann wollte ich da hinten mal schauen. Da ist ein Aufsichtsgedöns. Schubst dich. Kann sein, dass das genau dieses Fort ist hier und dass das gut bewacht ist. Ich weiß es nicht. Ach, hier waren wir eben schon zur... zur Dings... zur Hinrichtung. Die wir dann sensationell großartig abgewendet haben. Da müssen wir von da oben ran. Hier kommen wir rein. Vielleicht. Wird aber nicht als Sperrgebiet angezeigt. Das ist mal ganz witzig. So, man kann hier lustig außen rumlaufen. Die Frage ist, kommt man auch irgendwie rein? Der hat so einen Hauch von Sperrgebiet. Das hat irgendwie keine Bedeutung. Freut mich, dass du da hochkommst. Probier's mal da mit. Ja, dieses Fort ist schon ringsrum ziemlich gut dicht. Aber irgendwo gibt es eine Möglichkeit. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit. So, sage ich doch. Immer irgendwie irgendwo eine Möglichkeit. Wow. Freund oder Feind? Man weiß es nicht. Entsorgt auf jeden Fall. So, ich komme jetzt die Tür nicht raus, ne? Nee. Dann werde ich höchstwahrscheinlich so oder so hier lang gehen müssen. Aber hier ist sonst nichts mehr, wo man hin kann, ne? Ich kann mich hier in die Tiefe fallen lassen, wenn ich darüber springe, da komme ich niemals irgendwo an. Verdammt, aber hier komme ich halt auch nicht weiter. Und allenfalls gucken, ob ich hier eventuell Chance habe, jawohl. Na komm her. Verabschiede dich von deinem erbärmlichen Leben. Jetzt hat er sich nochmal den Kopf geschlagen. Ah, nicht ins Wasser gefallen, schade. So. That's the point of synchronization. Also dieses Fort an der Küste, das wir bei der Ankunft hier gesehen haben. Das ist gar nicht so riesig, gar nicht so aufregend. Ein bisschen was wird es noch beinhalten hier. Da ist ein Bimmelim. Was mir das Bimmelim macht, das ist eher ohne rum. Fahren wir uns mal hier ins Stroh. Treiben wir uns mal im Stroh rum.
Na, hau schon rein jetzt. Jawohl. So, was ist das mit dieser Klingel hier? Ach, die kann man sabotieren. Das ist ja cool. Die Alarmglocke habe ich sabotiert. Ah, ich bin aber ein Böser. Hallo. Willst du mich verscheißern? Also. Muss ja irgendwo unter mir sein. Wie immer ich da hinkomme, aber da wird es schon irgendwo noch ein Runterkommen geben. Hoppla. Hier ist jetzt momentan nicht alles eben. Gibt keinen Geheimversteck im Brunnen. Na gut. Hätte ja nicht sein können. Das ist jetzt schwierig. Ich will jetzt hier noch einmal durch das Vordüsen, aber hier ist irgendwie nichts Großartiges. Na gut. Dann ernst? Na gut, geht auch so. Dann sind die doch eher ganz da unten. Diese Stelle hatte ich glaube ich irgendwie übersprungen, deswegen. Hier jetzt runterspringen ist nicht so gut. Sollen wir mal gucken, ob die hier. Oder ist noch so ein Leuchtgedöns irgendwo? Wahrscheinlich auch eher da unten und nicht hier oben. So. Jetzt springt er an dem Sims vorbei, der Depp. Macht aber nichts. So. Exakt. Da ist das Klingeling. So. Dann jetzt schauen wir uns hier ein bisschen die Landschaft an. So. Ja, fertig, die Sonne genossen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir hier irgendwie runterkommen. Ich weiß nicht, ob ich da reinspringen kann. Ja, nein. Nicht offiziell. Dudelidu. Kommt her, kommt her. Ich hab euch lieb. Kommt kuscheln. Da kommt auch schon der Kollege. Und weg. Nicht das, was ich geplant hatte, aber auch gut. Hauptsache, man lässt mich hier an meine Kiste ran. Danke.
Manuskript. Mist, da war noch eine Truhe. Außerdem ist da noch so ein Schnibbidibbi. Verdammt! Ich hänge jetzt hier mitten in der Pampa. Pampa. Ich hänge mitten in der Pampa. So mittendrin in der Pampa. Was ist denn da los? Ich hänge in der Pampa. In der Pampa. In der Pampa. Den Kurier fangen und... Wo ist denn hier ein Kurier? Hallo Kurier? Ach da. Oder Tagblatt. Wer ist es? Er ist wer? Bloody! 20er Baxe Mumsi! Sag doch nicht, oh nein, er ist es und renn dann auf ihn zu. So, wie sackdämlich ist das denn? So. Das ist jetzt sehr interessant, der zeigt mir hier so ein Stibbeldi-Dibbeldi an. Ach, der ist... Du Schande. Der ist da oben. Dann ist die Truhe wahrscheinlich auch da oben. Verdammte Hacke. Blöd das. Wieso habe ich das nicht gesehen, Mensch? Mal sehen. Möglicherweise... kommen wir hier... relativ schnell an unser Ziel. Oah, du Wahnsinniger, du. So, hier haben wir eine Möglichkeit, nochmal wieder hochzukommen. Und hier. Und da. Und dort. Und hier sind da so Dorse. Dusel-du. Einfach nicht nach unten gucken. So, perfetto. Dann sind wir wieder hier. Den Spaß kennen wir ja. Zack und zack. Und dann sind wir auch schon oben. War jetzt ja nicht so schlimm. Das ist eigentlich blöd. Bleiben Sie mal auf der Mauer, auf der Lauer. Und gehen Sie mal einmal außen rum. Upsa. Schrei doch nicht so. Mein Gott. Was sollen die Nachbarn denken? Steht eine Kanone. Das ist der Punkt zum Hüppe. Und hier ist natürlich nicht der Schatz. Ja, gibt's das denn? Gibt's das denn? Aber wenn er nicht oben drauf ist, wo ist er denn dann? Weil viele Möglichkeiten für ohne Tunnel gibt's hier nicht. Ich mal behaupten. Otto! Na, da unten ja wohl nicht, ne? Tja, also hier oben ist er nicht. Dessen können wir uns schon mal klar sein. Ja. Ja, dein Ernst, du willst jetzt hier nicht auf den Kackenkran drauf. Na, also.
Fang das Bling-Ding! Danke. War ich so blöd, Sau, du. Ja, hier ist ja nur das Dingens. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es da unten eine Höhle gibt, die hier... Wie tief ist das Meer? Tief genug. Na, Gott sei Dank. Hep, hep, hep. Ja. Du sollst da nicht mehr deinen Fuß draufstellen. Du bist nicht Captain Morgan und das ist auch kein Fass. So. Dann ist... Schwimmst du? Der Teil hier erledigt. Dann können wir jetzt eigentlich langsam mal wieder ein bisschen... aufmischen. Mission Control. Nachdem wir diesen Schatz hier mitgenommen haben. Wenn wir gerade hier sind. So. Und dann haben wir hier dieses ganze Gebiet hier schon ziemlich leer gefegt. Hier ist noch ein... Hast du nicht gesehen? Da ist noch eine Truhe. Ansonsten haben wir hier in dem Teil wirklich schon richtig gut abgegrast, würde ich sagen. Da ist jetzt die Frage mit diesem... Es ist halt zurück zum Schiff, das will ich eigentlich nicht. Zum Glück nicht ganz so weit. Hep, ist hier auf dem Schiff. So, nehmen wir das auch noch mit. Damit haben wir die Hälfte der nassauischen Drohnen eingesackt. Wirklich hübsch, das alles. So. Komm, hier kannst du doch schon stehen. Hab dich mal nicht so. Also. Hier mit den Fingern im Wasser spielt, süß. So, da vorne zeigt er mir noch ein Nicht-Dings des Dingens an. Die Frage ist, ist das in unmittelbarer Nähe? Ach, das ist da. Küche entlang. Das ist mir jetzt zu weit weg. Prisen und Plünderung. Okay. Gucken wir doch mal, was es hier zu plündern gibt. Kollege. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. So, ich weiß, wie man segelt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Na dann mal los. Dann zeig's mir. Zeig's mir, Baby. Sie müssen Schiffe manövrierunfähig machen, bevor sie sie entern können. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier sieht alles gleich aus.